genau das, was ich mir vorgestellt habe, als ich darauf kam, WeBuild Brands, den Namen irgendwie ins Leben zu rufen und mit ihm rauszugehen und ein Logo dafür entwickeln zu lassen. Genau das ist jetzt daraus geworden. Eine riesige Community und Gemeinschaft von Menschen, denen wir dabei geholfen haben, erstens in die Selbstständigkeit zu finden, zweitens Menschen, die schon in der Selbstständigkeit sind, dabei geholfen, mit Performance-Marketing, Online-Marketing, Direct-Marketing-Strategien, Verkaufsstrategien und auch natürlich Mindset-Angebotsstrategien ein schöneres, besseres, geileres Leben zu führen und im Endeffekt aber natürlich Marken aufzubauen und Menschen dazu zu beflügeln, anderen zu helfen, Marken aufzubauen. Und wenn du dir diesen Domino-Effekt angucken würdest, den wir losgetreten haben, mit dem, was wir gemacht haben, wie viel Umsatz daraus entstanden ist, wie viele Menschen es geschafft haben, zeitlich, geografisch und auch entscheidungsfrei zu werden, wie vielen Unternehmen geholfen wurde, Mitarbeiter zu finden oder Neukunden zu finden. Und das jetzt schon in der verhältnismäßig kurzen Zeit, die wir das Ganze machen, dann weiß ich nicht. Dann bin ich einfach nur begeistert davon. Also wirklich, ich bin einfach begeistert. Ich bin tief berührt davon, dass We Build Brands, wir bauen Marken auf, eine Bewegung geworden ist, eine Community geworden ist, die genau das macht und sich damit identifiziert, Spaß hat. Und das, was uns ausmacht, ist tatsächlich einfach die Gemeinschaft. Ja? Die Gemeinschaft von Menschen, die Wissen untereinander und miteinander teilen und dieses Wissen in Win-Win-Win-Win-Win-Situationen einsetzen. Das ist das, was uns ausmacht. Klar, natürlich sind wir sensationell im Thema Werbung schalten. Wir sind richtig gut darin im Agenturgeschäft. Wir sind gut darin, wenn es darum geht, Mindset-Blockaden aufzulösen. Viele andere Punkte. Aber speziell sind wir eine geile Gemeinschaft. Wenn wir jetzt rein nur unseren Kundenstamm nehmen, wie viele Menschen haben seit 2020 bei Erik und mir einen Kurs oder ein Programm gekauft, dann sind das an die 3000 Teilnehmer, die wir mittlerweile haben und hatten. Es werden ständig, also täglich mehr neue Teilnehmer und Kunden, aber Stand jetzt über 3000 Menschen. Ja, WeBuild Brands kam mir mal im Keller 2017 als Name, als ich mir überlegt habe, wie nenne ich meine Agentur. Das war die erste Überlegung, die ich hatte, wie nenne ich die überhaupt? Und dann habe ich mich gefragt, was mache ich, was machen wir? Und das Thema Markenbildung, Brandbuilding war schon zu dem Zeitpunkt sehr relevant und wichtig. Und ich habe mir gedacht, das Ganze muss sofort einen Touch haben von einer Bewegung, also einen Touch haben von etwas, was größer ist als man selbst. Weil ich aus dem Vertrieb wusste, du kommst alleine nicht weit, du brauchst ein Team, du brauchst Menschen, die Bock drauf haben. Und ich hatte sofort diesen Gedanken, daraus kann man mal eine Bewegung machen. Und dementsprechend habe ich das dann We Build Brands genannt. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das genau kam. Das war in einem Brainstorming ist das entstanden mit noch zwei, drei anderen Parteien. Die Idee war, wir bauen Marken auf und wir machen daraus was Größeres als wir selbst. Aber als erstes natürlich nur ein Agenturname, den wir gebraucht haben oder den ich gebraucht habe, weil ich keine Lust hatte, das einfach nur Nick Geringer zu nennen. Die Vision, die ich mir mal aufgeschrieben habe, ich weiß nicht, wann es war, 2019 vielleicht war, dass ich gesagt habe, ich möchte 1 Million Menschen positiv beeinflussen durch die Inhalte, die ich teile, durch das Tun, was ich mache, durch Seminare, durch Social Media, durch Gespräche, egal was. Und ich glaube, mit We Build Brands schaffen wir einen Katalysator, den wir gemeinsam gestartet haben, an dem ich ja mitwirke und an dem Erik mitwirkt und alle anderen mitwirken, dass wir genau das in einem Katalysator- und Domino-Effekt sehr schnell hinbekommen, dass wir über 1 Million Menschenleben positiv beeinflussen. Und ich glaube, dass wir dann relativ zügig auf 10 oder auch 100 Millionen Menschenleben hochgehen wollen oder werden. Weil das wie mit einem Buch ist. Wenn du ein Buch liest und es verändert dein Denken, es verändert Entscheidungen, die du triffst, ins Positive. Es verändert automatisch deine Außenwirkung, die Gespräche, die du mit Menschen führst. Und alles, was du machst, und das verändert wieder das von anderen Menschen, das von anderen Menschen. Und wenn ich es schaffe, positiv einzuwirken auf einen Menschen, positiv Einfluss zu nehmen auf ihn, dann schafft er es über sein Tun, über sein Handeln ebenfalls positiven Einfluss zu nehmen und positiv zu wirken. Und ich glaube, wenn wir alle ein bisschen mehr positiv gepolt sind, wenn wir alle ein paar mehr Plusse bei uns haben im energetischen Feld als Minusse, dass wir alle eine viel schönere Zeit einfach miteinander haben. Und das möchte ich erreichen. Und das natürlich mit dem Fokus, all die großen Themen, die Menschen haben, nämlich die rund ums Thema Geld sind, die voraussichtlich negativ sind bei denen, wo sie sagen, Geld ist schlecht, Geld ist die Wurzel allen Übels, reiche Menschen sind doof oder Snobs oder sonstiges. Das auch komplett zu verändern und zu merken, hey, Geld verdienen ist gut, Geld verdienen macht Spaß und Geld verdienen ist auch wichtig, damit ich ein geiles Leben führen kann, um das Leben von meinen Menschen drumherum noch geiler zu gestalten, um auch vielleicht spenden zu können, um Arbeitsplätze zu schaffen und alles, was da dazugehört,
Weil es dreht sich in unserem Kapitalismus alles leider Gottes um Geld. Das ist das Weltwirtschaftssystem, in dem wir unterwegs sind. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Aber am Ende vom Tag, und wenn wir jetzt ein ganz schlimmes Beispiel nehmen, ruf mal gerade einen Arzt an, um dort irgendwie einen Termin zu kriegen. Fahr mal in eine Klinik rein. Die schließen reihenweise, weil die Patienten fehlen oder das Geld fehlt. Die schließen reihenweise, weil die Ärzte fehlen oder das Fachpersonal fehlt. Die schließen reihenweise, weil sie keine Kapazitäten haben. Und dann sitzt du da und fragst, woran liegt das? Das liegt daran, dass irgendwo zu wenig Geld vorhanden ist, dass irgendwo ein Knacks im System drin ist und dementsprechend brauchen wir Geld, müssen irgendwie Geld verdienen, um irgendwie einen Einfluss kreieren zu können. Und das Geniale ist, mit dem Agentursystem, was wir haben und was wir kreiert haben, kann jeder positiv darauf einwirken, entweder Mitarbeiter zu finden oder eben Neukunden zu finden und zu gewinnen für Unternehmen und damit auch dafür zu sorgen, dass Unternehmen finanziell positiver und besser aufgestellt sind, damit sie wieder positiver und besser wirken können. Und das ist so die übergeordnete Vision. Den größten Impact, also Einfluss auf uns, hat natürlich die wachsende Kunden- und Teilnehmeranzahl. Je mehr Kunden wir haben, je mehr Teilnehmer wir haben, die das machen, was wir ihnen beibringen, die auf die Veranstaltungen kommen, die ins Handeln kommen, umso mehr Einfluss hat das natürlich auf uns Positiven und hilft und beflügelt uns, schneller, mehr und weiter vorauszugehen. Und dementsprechend investieren wir auch alles, was wir an finanziellen und auch zeitlichen und auch menschlichen Ressourcen haben, größtenteils zurück, um erstens Danke zu sagen an jeden Teilnehmer und zweitens unsere Teilnehmer dazu zu beflügeln, es noch einfacher und noch besser zu haben, ihre Ziele und Träume zu erreichen und damit dann natürlich auch noch mehr Menschen davon zu begeistern, genau das Gleiche zu tun und auch ihren Weg zu gehen. Das Gefühl, was unsere WeBuild Brands Teilnehmer, was unsere Kunden spüren und mitnehmen sollen, ist Euphorie und Ekstase, Spaß an der Sache und vor allem Begeisterung jeden Tag. Ich komme hier jeden Tag ins Büro zu uns und unsere Mitarbeiter sagen, Nick, jeden Tag wache ich auf, ich habe so viel Spaß, ich habe so viel Bock, ich will einfach Bäume umarmen und könnte sie auch gleich mit ausreißen. So geil, wie das, was wir machen hier ist. Das gleiche Feedback kriege ich auch von unseren Teilnehmern, egal ob jung oder alt, ob gerade erst Anfänger oder Fortgeschritten oder Experte. Und ich möchte, dass jeder das mitnimmt für sich. Ich glaube, du kannst Menschen dann helfen, wenn du selbst mal in ihren Schuhen gesteckt hast oder stecktest. Und ich glaube nicht, dass wir jede Situation abdecken können, also in unserem Team. Aber wir können eine Menge Situationen abdecken. Und das Schöne ist, wir können fast alle Situationen abdecken, wenn wir an unsere Community denken. Denn es geht nicht nur um uns. Wir schaffen einen Platz, einen Ort, an dem Menschen von uns, so wie in der Schule, Mathe zum Beispiel lernen, Geografie lernen, Deutsch lernen und danach anfangen, das Ganze umzusetzen und dann ihren Erfahrungsschatz mitbringen. Das heißt, jeder lernt von uns das gleiche Grundkonzept, setzt es dann in seinem Leben auf seine Situation um und kann dann Menschen, die in ähnlichen Situationen oder in gleichen Situationen sind, ebenfalls helfen, innerhalb und über die Community. Es geht nämlich nicht um uns, also nicht um uns als Initiatoren, sondern es geht um das Wir. Wir bauen Marken auf. Es geht um die Community und jeden einzelnen Menschen, der da drin ist und das akkumulierte Wissen, die akkumulierten Erfahrungen, die da drin sind und die da drin stecken, die über die Live-Calls, die über die Events geteilt werden und über unser Bestreben, das Wissen zusammenzubringen und zur Verfügung zu stellen. Darüber können wir, glaube ich, schon echt vielen Menschen helfen, über den Tellerrand hinauszuschauen und einige Herausforderungen zu meistern und ihr Leben ins Positive zu lenken oder noch positiver zu gestalten. Die schönste Kundengeschichte für mich bleibt eine, die relativ am Anfang passiert ist. Und zwar ist es die von Manuel Luther. Der Manuel Luther hat in Dubai gelebt, hat Vertrieb gemacht und der Vertrieb hat von jetzt auf gleich die Türen geschlossen. Er hat kein Geld mehr verdient. Sein indischer Vermieter, und das sind jetzt nur Erzählungen von Dritten, er stand bei ihm vor der Tür und hat angeklopft, hat gesagt, Alter, du zahlst jetzt die Miete, ansonsten verkloppe ich dich. Und er hat mit seinem letzten Geld bei uns damals, 2018, ich glaube März, die Social Media Agentur Academy, das allererste Programm, gekauft. Manuel hat es geschafft, nach 6 Wochen 18.000 Schweizer Franken Umsatz zu machen, weil er ist dann in die Schweiz gezogen und hat Schweizer Kunden gewonnen. Nach 6 Monaten war er bei 100.000 Schweizer Franken Umsatz, hat seine Freundin und 2, 3 Leute mit als Mitarbeiter an Bord geholt, nach einem Jahr 250.000 Euro.
nach 18 Monaten über 500.000, also sagen nicht Euro, sondern Franken Umsatz gemacht. Krasseste, heftigste Story, hat sein Leben und das Leben von vielen Leuten sehr positiv verändert und das war sehr, sehr am Anfang. Er war der Leuchtstern und ist nach wie vor von allen Leuten, die bei uns jemals waren, immer noch der krasseste Leuchtstern. Da gibt es noch zwei, drei, die ähnliche Geschichten haben. Vor allem, weil aus ihm nachher der Jonah, der als Grafikdesigner bei ihm gearbeitet hat, sich entschieden hat, 2020 während Corona, statt bei Audi seinen Master zu machen und nach dem Bachelor im Prinzip übernommen zu werden, hat er gesagt, weißt du was, ich gründe meine eigene Agentur und hat es auch geschafft, relativ zügig bei über 50.000 Euro Monatsumsatz zu sein und auch Arbeitsplätze zu schaffen und. Und das ist einfach geil, weil das alles entstanden ist, dadurch, dass ich die Entscheidung getroffen habe, gemeinsam mit meinen Geschäftspartnern, lass uns dieses Programm machen, lass uns das starten und dann auch durchzuziehen. Und es waren ein paar harte Schritte, denn es gab ein paar Pausen, es gab auch einen Geschäftspartnerwechsel. Ja, vor Erik war noch jemand anderer da, mit dem ich das Ganze gemacht habe. Jetzt seit 3 Jahren nur noch mit Erik. Und das ist schon krass. Deshalb möchte ich weiter durchziehen und ich danke jedem, der dabei ist. Ich habe Erik kennengelernt, als ich Sommer 2019 in einem Live-Call teilgenommen habe. Und da ging es ums Thema Webinare. Webinare halten, Webinare bauen, kreieren. Und da war Erik ein stiller Mitveranstalter, neben 2 anderen Mitveranstaltern. Und da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen und dann auch teils gehört. Hinten raus habe ich mich für die Mastermind, die daraus entstanden ist, beworben und eingetragen, auch eingekauft, wo Erik Mitveranstalter war. Da haben wir dann angefangen rumzuturteln eigentlich im Chat. Ja, das war ganz cool, da haben wir mal angefangen miteinander zu schreiben, so über Gott und die Welt. Später dann ein bisschen mehr auf Telegram miteinander zu schreiben und irgendwann habe ich gesagt, komm, lass uns mal nach Kaiserslautern. Nee, du wohnst in Kaiserslautern, habe ich gesagt. Ja, ich wohne in Frankfurt, das ist 1,5 Stunden entfernt, komm doch mal vorbei. Nachdem er sich häufig gedrückt hat, irgendwann Februar 2020, hat er sich dann getraut und ist rübergekommen. Und dann haben wir bei einer guten Shisha und einem Heineken, haben wir dann zusammen gebrainstormt und überlegt, was können wir zusammen machen. Und daraus ist dann die Idee für die CBO Mastery entstanden, das Produkt oder das Programm, mit dem wir den Einstieg als Duo machen wollten in die Szene, um allen zu zeigen, was wir drauf haben und so ein bisschen auch den Markt zu unterwandern. Also gegen den Trend, Facebook-Coachings hochpreisig zu verkaufen an Leute, die bereits schon Ahnung haben davon, wollten wir alle geilen Tipps und Tricks für Leute, die schon was drauf haben, aber auch Anfänger, in ein Programm packen und das für 97 Euro verscherbeln, damit Leute sich das angucken und sich denken, das ist ja ein Witz. Und es hat auch geklappt. Und so haben wir uns kennengelernt und unser erstes Geschäft miteinander gestartet. Erik war eine perfekte Ergänzung, ein perfekter Match für mich, weil er deutlich schneller in der Umsetzung ist. Ich muss immer überlegen, ob ich war oder ist, sage. Also das ist natürlich nach wie vor so, aber Primetime, 19 Jahre. Ich wohne in Kaiserslautern bei meinen Eltern, arbeite im Getränkemarkt. Erik hatte natürlich nochmal einen ganz anderen Hunger und Affenzahn drauf, als ich ihn kennengelernt habe. Und es war auch passend, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch richtig Hunger. Haben wir nach wie vor immer noch. Aber es hat sich einfach zu einem guten Zeitpunkt ergeben, wo 2 hungrige Jungs sich getroffen haben, die sich gut ergänzen. Ich war auf der menschlichen Seite, Führungsseite, Kommunikationsseite, Vertriebsseite sehr stark. Habe aber natürlich auch das Marketing-Thema verstanden. War ja auch klar, das war mein Hauptgeschäft. Nichtsdestotrotz wusste ich, ich möchte lieber meinen Tag damit verbringen, mit Menschen zu reden und zu kommunizieren, als Webseiten zu bauen, Landingpages, Funnels oder sonst was, weil da war ich halt langsam drin. Bei Erik war es genau umgekehrt zu dem Zeitpunkt. Er hatte Lust, einfach hinterm PC zu sitzen und durchzuballern und eben nicht mit Menschen zu reden oder weniger oder lieber nur zuzuhören. Und deshalb haben wir uns ganz gut getroffen und Primetime Erik hat dann halt echt in kürzester Zeit, also jeden Tag bin ich aufgewacht und er hat einen Haufen neue Seiten und E-Mails und weiß wie sich was gebaut, weil er auch sonst gefühlt sich nicht mit nichts anderem beschäftigt hat. Und das hat uns einen super heftigen Turbo nach vorne gegeben, weil ich konnte dann als Gesicht in dem ersten Step, weil er am Anfang auch nicht als Gesicht raus wollte, habe ich gesagt, gut, dann bin ich es halt. Dann bin ich als Gesicht raus, kommunikativ raus, verkäuferisch raus und auch mit dem Team. Und er hat halt hinten dran das gesamte Marketing aufgesetzt, geschmissen, die E-Mails geschrieben, die Webinare gebaut. Und so konnten wir in kurzer Zeit echt sehr viel Output liefern, was zu Corona-Zeiten, wo jeder zu Hause war, auch einfach richtiger Zeitpunkt, richtige Leute, richtige Sache, right time, right place, right opportunity zusammengekommen ist.
Meine eigene persönliche Entwicklung sehe ich Gott sei Dank als sehr positiv. Ich beschreibe sie meistens so, ich gucke auf mein ein Jahr jüngeres Ich zurück, schaue ein Jahr zurück und denke mir, um Gottes Willen, was habe ich da nur erzählt, was habe ich da gesagt, wie sah ich da aus, wie habe ich gesprochen? Und dann aufs zweijährige, dreijährige jüngere Ich und denke mir, wow, was ein Sprung an Entwicklung ich gemacht habe und genauso geht es mir heute. Dieses Video nehme ich auf, jetzt in vollster Überzeugung, dass ich gerade in der besten Version meiner selbst bin. Und weiß auch, dass ich selbst in einem Monat, spätestens auf jeden Fall in einem Jahr, auf dieses Video zurückgucke und denke, komm, das drehen wir nochmal neu. Weil ich heute noch reifer bin, heute noch ein bisschen positiver, besser drauf bin, das ein oder andere vielleicht anders sehe. Und das ist das Schöne eigentlich am Leben, diese kontinuierliche Entwicklung und das Wachstum. Ja? Besser zu sein als man selbst vorher. Auch wenn das vielleicht in dem einen oder anderen Stress auslösen kann, geht es nicht um den eigenen Wettbewerb mit sich selbst, sondern einfach, mit besser ist gemeint, dass man sich nach vorne entwickelt hat und ich glaube, offener wird, das Ego mehr ablegt, mehr Spaß hat und mehr akzeptiert und mehr toleriert. Was mich selbst ausmacht, kann ich ausschließlich über die Menschen, mit denen ich zu tun habe, beschreiben. Und die beschreiben das als eine positive Wirkung in ihrem Leben, dass wenn sie mit mir sprechen, mit mir zu tun haben, dass die Gespräche und die Herangehensweisen, die Fragen, die ich denen stelle und auch die Geschichten, die ich ihnen erzähle, ihnen dabei helfen, außerhalb der Box zu denken, in der sie bisher teilweise gefangen waren und so Situationen aus einem Blickwinkel betrachten, der vorher für sie gar nicht da war, der ihnen eine gewisse Freiheit, eine gewisse Ruhe und auch eine Energie und Selbstsicherheit mitgibt. Und wenn sie den Ratschlägen folgen, die ich ihnen gebe und vor allem die Rahmenbedingungen, also auch die Art und Weise zu denken, wie ich sie ihnen mitgebe, umsetzen in ihrem Leben, um halt selbst beflügelt zu sein, eigenermächtigt und Verantwortung übernehmen, dass sie sagen, sie entwickeln sich ebenfalls in eine so positive Richtung, dass sie sich vorher gar nicht wiedererkennen und ihnen das gefällt und es ihnen einfach ein schönes Lebensgefühl gibt. Und das ist das, was ich gerne weiter als Feedback haben möchte und weshalb ich permanent bestrebt bin, mich selbst weiterzuentwickeln und auch eine Art Stütze und Anker für andere um mich herum weiterhin zu sein. Ich würde mich auf jeden Fall als erfolgreich definieren. Also ich glaube daran, dass ich erfolgreich bin und die Dinge, die im Außen geschehen, geben einem Recht. Und dabei geht es nicht nur um den finanziellen Erfolg, sondern Erfolg ist für mich auch die persönliche Weiterentwicklung. Und wenn jemand sagt, wow, du hast dich verändert, wow, du bist positiv, wow, die Art und Weise, wie du denkst, wie du sprichst oder die Dinge, die du anstrebst und machst, haben eine tolle Wendung oder eine tolle positive Richtung eingenommen oder gefallen mir, dann ist das für mich schon ein Erfolg und dann würde ich mich schon als erfolgreich betiteln. Ich glaube, es ist leicht erfolgreich zu sein. Und das Wichtige ist hier, den Unterschied zwischen Glauben und Wissen zu machen. Ich weiß es nicht, ich glaube es, weil es für mich so weit passiert ist, dass ich glaube, dass ich erfolgreich bin und auch für viele andere Menschen. Und das reicht aus. Das heißt, allein zu glauben, dass man erfolgreich ist, ist, glaube ich, schon die schwierigste Aufgabe. Wenn du das hinkriegst, dann ist die Umsetzung, die dich dann vielleicht zum äußerlich bestätigten Erfolg bringt, deutlich einfacher. Weil wenn du nicht glaubst, dass du erfolgreich bist, dann wirst du es im Außen auch nicht sein. Und dementsprechend sage ich, ja, ist es auf jeden Fall möglich. Weil das, was diejenigen, die glauben, dass sie erfolgreich sind, unterscheidet von denen, die es nicht glauben, ist genau das. Die einen glauben es, die anderen glauben es nicht. Und der Glaube daran ist nicht zu tun, genauso der Glaube daran ist zu tun, ist leicht. Und der glaubt, dass es nicht funktioniert, hat genauso recht wie der glaubt, dass es funktioniert. Und dann kommen die ganzen anderen technischen und tatsächlichen Sachen, die passieren, nicht nur die philosophischen, über die brauchen wir aber nicht zu sprechen, weil wenn du hier oben nicht bereit bist für die Veränderung, dann ist alles andere auch egal. Und man sagt das ja auch im Sport. Jeder, der von euch Fußball verliebt, Kampfsport verliebt ist oder sonst was, sagt, hey, gewonnen hat man schon in der Kabine. Ja, gewonnen hat man schon, bevor man auf den Platz geht. Genau das Gleiche gilt es auch mit Verlieren. Und dann geht es auch rund. Und ich glaube, jeder Mensch ist erfolgreich, allein dadurch, dass er genau dorthin gekommen ist, wo er gerade ist. Und es gibt keinen unerfolgreichen Menschen oder erfolgreiche Menschen, sondern wir sind alle eins. Der eine glaubt, dass er es ist, der andere glaubt, dass er es nicht ist. Das macht den Unterschied in meinen Augen. Ja, ich würde meinem jüngeren Ich empfehlen, vertraue dem Prozess, vertraue dir selber.
alles wird sich ergeben und auch zeigen. Alles, was passieren soll, wird passieren. Vertraue dir und geh in die Umsetzung und bleib in der Umsetzung. Von nichts kommt nichts. Das heißt, du musst umsetzen, du musst was tun, du musst eine Ursache setzen, damit eine Wirkung passieren kann. Und vertraue darauf, dass du die richtigen Ursachen setzen wirst, die zur passenden Wirkung führen werden, die du dir vorstellst. Weil das, was zwischen dir und dem, was du möchtest, steht, ist eben nur die Zeit, in der du umsetzt und was dich dann effektiv dorthin bringt. Ja, das Universum braucht ein bisschen Zeit, um seine Wirkung zu entfalten und die Bestellung auch zu liefern. Wie lange hast du denn für dieses Leben, das du jetzt führst, gearbeitet? Genauso lange, wie ich lebe, habe ich für dieses Leben, was ich jetzt führe, gearbeitet. Also in dem Kontext 25 Jahre lang arbeite ich an dem, wie ich jetzt bin.